Entschuldigung. Hallo, grüß Gott, liebe Leute, buenos dias, buenas tardes, hier nochmal Friederike vom Ibiza Kurier, hier auf unserem Kanal auf YouTube, Ibiza Ungeschnitten, zum zweiten Teil mit dem Interview mit Jean-Michel, der uns hier eingeladen hat auf seine, in seinen Lounge-Bereich in San Juan. Wir sitzen hier ganz gemütlich auf seiner Terrasse und haben uns gerade sehr ausführlich unterhalten über seine vielen verschiedenen Projekte und sind jetzt gerade unterbrochen worden aufgrund eines kleinen technischen Defekts, wie Sie vielleicht im ersten Teil gesehen haben. Falls Sie den ersten Teil noch nicht gesehen haben, den verlinken wir hier jetzt unter diesem Video, damit Sie auch wissen, was wir davor schon gesprochen haben. Ansonsten erstmal, ja, willkommen zurück. Und wir haben darüber gesprochen, über deine Tätigkeit. Du bist Trauredner mit schamanistischen Traditionen, also sehr unkonventionell, an ungewöhnlichen Orten, mit meistens sehr ungewöhnlichen Menschen, die sich solche Zeremonien wünschen. Und wir haben über die Liebe gesprochen, die ja dieses Paar bündelt und aber auch noch verstärkt und multipliziert. Weil es ist ja eine Herzenskraft. Und meine Frage ist, wenn man es jetzt so aus der Quantenphysik oder aus der Metaphysik oder sowas, das ist ja auch ein Energiefeld. Also wir haben ja eine Frequenz, und wenn zwei Herzen füreinander schlagen, dann wird dieses Feld auch richtig genährt mit dieser Kraft, mit dieser Power. Du hast über 400 Hochzeitszeremonien auf Ibiza angeleitet, geführt und durchgeführt. Dieses Feld, kann man das irgendwie, fühlt man die Teilnehmer oder auch du, wie connectest du dich da irgendwie mit rein, dass du auch deine Rede oder die Worte, die du dann sprichst, wie kommen die, also Worte sind ja sehr limitiert, also ein Vokabular spricht ja niemals diese Kraft, das schaffst du nicht, das ja in Worte zu fassen. Wie schaffst du dieses Phänomen Liebe in Worte zu fassen? Guck, gerade während der Zeremonie, zuerst wir verehren jede einzelne von den vier Elementen, Wasser, Feuer, Luft und Erde, mit das Paar. Wir haben eine kleine Interaction mit jeder von diesen einzelnen Elementen. Mhm. Der fünfte Element ist die Liebe. Mhm. Wie bei jeder von diesen vier Elementen, wir als Menschen, die sind Teil von uns. Wir entstehen aus Wasser. Diese Elemente sind die Grundsteine vom Leben und sind unkontrollabel, wir haben keine Kontrolle drüber. Ja? Das Wetter, Luft, Wind, wir haben keine Kontrolle. Und die Liebe, also du und ich ist, nicht. Ich glaube, keine Person, die Arroganz der Menschheit zu denken, dass er Kontrolle hat über die Natur, ist manifestiert in was wir jetzt erleben auf diesem Planeten. In dieser Zeremonie, wir gehen zurück zu Respekt von den Elementen. Wir geben zu, dass wir keine Kontrolle haben. Mhm. Auch fünfte Element, die Liebe, wir haben keine Kontrolle. Wenn das geschieht in deinem Leben, das ist nicht, weil du das verdienst oder du hast etwas. Das ist ein Geschenk, das kommt. Das ist ein Blitz. Das ein Blitzschlag. Jeder auf seine Art. So ja. Ein Paar, wenn die wollen ihre Familie mitteilen, dass dieses Geschenk in ihrem Leben gekommen ist. Meine Rolle als Offiziant von der als Trauredner, das gibt kein schönes deutsches Wort, ist, dass alle irgendwie spüren können an einem Moment von der Zeremonie genau, was diese Kraft ist, die dieses Paar zusammen bündelt. Und die einzige Methode ist, dass an einem Moment von der Zeremonie niemand redet. Ich ziehe mich zurück, weil es ist nicht meine Sache. Ich habe keine Kontrolle darüber. Aber das Paar, die sitzen da zusammen, die Gäste sind da und ich gebe eine Minute, fast wie eine Meditation, Stille, wo jeder dann eingeladen ist, zu fühlen. Mhm. Wir sind uns nicht dran viel gewöhnt, aber das ist ein erster Schritt. Mhm. Und die Circumstance, wo wir da sind, an diesem Moment, oft sind wir am
in der Nähe von der, vom Meer. Ja. Es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint, das ist ein happy moment. Ja. Und in dieser Ruhe gibt es diesen Moment, was einfach, das gibt keine höhere Art, sich zu connecten mit etwas, was unkontrollierbar ist, richtig, als in die Ruhe, in the silence. Und dieser kleine Moment, für mich ist der Höhepunkt. Ja. Alles andere, was vorher kommt, ist wie wir bauen auf zu diesem Moment. Und dieser Moment, unsere Tradition, die Kirche, gibt es nicht. Okay. Ist das so ist das woher kommt diese Art des Predigens, oder ist das schamanisch? Oder weißt du, ich bin auf, mein Weg in diesem Leben war auch mit Spiritualität beschäftigt und habe verschiedene Orte der Welt studiert. Und diese Zeremonie hat das Beste von was ich gefunden habe in die Welt, habe ich da einfach zusammengebracht. Und was mich persönlich einen Sinn mit, it makes sense to me, how to celebrate love, mhm, auf diese Art. Okay. Und jetzt sind mehr als 20 Jahre, dass ich das biete. Ja. Und es ist immer ein magischer Moment. Und am Endeffekt, obwohl das ein bisschen anders ist als unsere Kultur, jeder versteht es. Bist du auch verheiratet? Oder warst du verheiratet? Ja, ja, ich war. Also, aber ja, konventionell verheiratet? Konventionell, ja. Okay. Ja, ja. Du hast auch ein Kind? Nicht in die Kirche, nicht, im Standesamt. Standesamt, ja. Okay. Und du hast ein Kind? Ich habe drei Töchter. Drei Töchter? Nein, die Kleine, die ist 16 Jahre alt, die lebt mit mir hier. Ja. Meine andere Tochter, eine wohnt in Berlin. Die ja. Die ist 42. Ja. Und die Älteste, die wohnt in Genf in der Schweiz. Und die ist 46. Machen die auch was mit Musik? Nein. Dann habe ich auch zwei Enkelkinder. Okay, dazu. Ja klar. Die müssen wir natürlich auch noch erwähnen. Wie heißen die Enkelkinder? John. Ja. John Alexander. Yes. Julia. Ja. John Alexander und Julia. Ja, wenn ihr uns seht. Hey. Der Opa. Ja, ja, der Opa sehr sagt, cooler Hippie-Opa hier, haben wir hier treffen dürfen. Ja? Happy Man. Ja, hm, ja. Doch, Happy Man, ja. Yeah, glaubst really du, glücklich sein ist eine Entscheidung, oder ist es auch etwas, was man nicht kontrollieren kann, was kommt und geht? Oder kann man es kontrollieren, glücklich sein? Ich glaube, das liegt total in unseren Händen. Mhm. In unseren Händen. In unseren Händen, ja. In unseren Entscheidungen, was wir machen im Leben. Gibt es Dinge, die dich traurig machen manchmal? Klar, was ich sehe, wenn andere leiden, das macht einen traurig. Das heißt, du merkst, deine Happiness geht dann runter? Nein. Oder hast du so eine solide Grund? Weißt du, ich würde es so sagen, ich habe in meinem Wesen einen Ort, das ist Frieden. Mhm. Und das lässt sich nicht von den Sachen, was in die Welt passiert. Nichts kann diesen Frieden nein verrücken. Das heißt, nicht, mhm, das heißt nicht, dass ich nicht Mitleid haben kann und auch traurig sein kann und auch verletzt sein kann. Und auch manchmal zornig und wütend? Oder ja, nee, zornig und wütend nicht, ja, eigentlich. Ja. Aber in Gedanken kann alles passieren. Ja. Aber nein, weil so meine Philosophie ist so. Wir sind Teil von der Natur. Wenn wir im Rhythmus der Natur reinkommen, durch Respekt von der Natur, wenn wir hören auf zu denken, das ist für uns zu brauchen, wir besitzen, wir werden ein bisschen demütig mit unserer Umwelt. Die Natur gibt zurück, dass sie dein Herzklopfen in einen gewissen Rhythmus bringt. Das bringt zurück, das bringt dich, dass die Sachen, die in deinem Leben geschehen, sind nicht brutale. Ich meine, alles kann passieren immer, aber ich habe gemerkt in meinem Lebenslauf, einfach alles wird immer besser, immer besser, mhm, immer besser, immer mehr Harmonie, immer mehr. Also das ist nicht wie schwach zu sein, ja, und sich. Man nimmt Kontrolle irgendwie auf seinen Weg
Ja, mir sagt niemand, Politiker, religiöse Leute, niemand sagt mir, was die Wahrheit ist. Mm-mm. Weil das findet sich, habe ich in mich selber gefunden. Jawohl. Synchronisiert mit die Natur, dass ich bin Teil von der Natur. Und dann ist dann, ja alles dann, Friede. Dann ist alles Friede. Dann kann dir nichts passieren, dann kann dir gar nichts passieren. Man weiß nicht, ich sage nicht, dass ich invincible bin, weißt du? Jetzt kann mir ein Meteorit auf mein Haus fallen, ja. Und ich habe, ja, oder was passiert. Ja. Aber in der Zwischenzeit, auch sowas würde ich so nehmen, von diesem Sichtpunkt, wo ich bin. Ja. Und darum sage ich, das ist der Frucht von Entscheidungen. Mhm. Ich entscheide, dass ich gesund leben will. Mhm. Ich entscheide, dass dieser Körper ist ein Vehikel, dass ich muss das pflegen. Wie ein Tempel. Ist du auch ein Tempel. Sauber halten und reinigen. Ich lasse rein, was ich finde, was ist gut für mich, ja. Und sage bitte nicht, was. Also das sind meine Entscheidungen. Ja, wie beim Auto auch. Du brauchst da, genau. Du machst da 95er Benzin und nicht Diesel rein, wenn es ein Benziner, genau. Ist. Oder also das Gleiche ist im Körper auch. Also das Problem ist, als Menschen, wenn du ein Auto hast, du hast ein Model Empleo. Da steht alles. Bedienungsanleitung. Wenn du einen Körper kriegst, du musst deine erste Sache, du musst deine ganz persönliche Bedienungsanleitung finden. Und da brauchen wir fast ein ganzes Leben manchmal, bis wir dazu kommen. Ja. Aber man muss wissen, es gibt eine Bedienungsanleitung. Und das ist große Hoffnung für irgendjemand. Mhm. Weil viele Leute denken, es gibt nichts. Ich bin hier verloren, gehe von einer Katastrophe zur anderen mit meinem Leben, ja. Und versuche da zu überleben. Das ist nicht so. Der menschliche Körper überhaupt, jeder hat das Potenzial in sich, wie eine Blume sich zu öffnen und zu entfalten. Und auch sein Parfum, seine Duftstoffe, ja. Zu teilen zu geben. Ja. Und was ich immer ausdrücke, das ist nicht wie oft die Philosophie, die lässt sich denken, wie erleuchtet zu sein, wäre eine ganz komplizierte Sache, dass du viel Meditation und viel Disziplin, das ist auch eine Lüge von den Religionen. Was ist denn Erleuchtung? Die Erleuchtung ist einfach ein normal human being zu sein. Ein normaler Mensch, menschliches Wesen. Ich brauche oft diese Beispiel wie eine Blume. Ja. Weil eine Blume macht eine Blume braucht nichts machen, um eine Blume zu sein. Die geht nur zum Licht. Die folgt dem Licht. Die braucht ein bisschen Wasser. Ja. Die braucht ein bisschen Licht von der Sonne. Ja. Wenn die Sachen kriegen, was das Samen braucht. Der Endprodukt ist ohne Kampf, ohne Anstrengung. Ohne Anstrengung ist die Blume und ist auch nicht eine große Sache, was die gemacht hat. Die hat nur gefolgt, ja. Das normale Protokoll von die Blume. Dem natürlichen Wachstum. Also der Mensch und jeder Mensch auf jeder Ecke von diesem Planeten, egal was Farbe Haut, egal von wo der kommt, ist auch diese Samen. Mhm. Jetzt, der Endprodukt von der menschlichen Samen, mhm. Ist nicht Erleuchtung, das ist einfach normal zu sein. Mhm. 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 Und ich nur was ich ausdrücke, dass mein Weg hat mich gebracht, normal zu sein. Das heißt, ich bin dankbar in jedem Moment für die, was das unglaubliche, magische, unerklärbare Situation als ein lebendiges Mensch, du bist drin, du hast Probleme, du musst andere Leute stören, statt deine Zeit in die Dankbarkeit zu brauchen,
ich habe nicht genug Zeit, Danke zu sagen mit meinem Leben für all das Wunder, was die Segnungen. Ja. Und das ist nicht eine Theorie, das ist eine praktische Sache. Und das ist keine das ist nicht ein Erfolg. Weißt du? Ja. Das ist kein Resultat. Normal, wie du gesagt hast. Das ist der normale Protokoll vom Mensch, ja. Ist glücklich zu sein. Entfaltung, glücklich sein. Jeder. Wenn man nicht dieses Glück nicht hat, dann soll man seine Zeit an der Suche von deinem, wie sagt man, Auto? Vom Auto, die Bedienungsanleitung, oder? Genau. Ja. Jeder hat die Bedienungsanleitung, die perfekte Bedienungsanleitung für sein Auto, ja. Aber das liegt drinnen in einem. Das ist ein Vehikel. Für sein Vehikel. Das ist ein Vehikel. Und der Plan ist drinnen. Ja. Und wir suchen alle draußen. Draußen, genau. Aber der Plan liegt drinnen, nicht draußen. Also das ist so. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, Schlusswort, genau. Also suchen Sie Ihren Weg nicht im Außen, sondern im Innern. Und wenn Sie auf Ibiza sind, dann verpassen Sie nicht einen Auftritt mit dir oder einer von deinen Bands. Ja, genau. Also ich denke, sind viele Menschen sehr, sehr interessiert. Zusätzlich zu denen, die dich schon kennen, haben wir vielleicht jetzt ein paar Leute noch aufmerksam gemacht und neugierig gemacht. Und ja, ich bedanke mich ganz arg herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, auch für diesen Einblick in deine Sichtweise und in deine Philosophie. Ich verzeihe mich für mein Deutsch. Nein, brauchst du überhaupt für nichts zu verzeihen. Viele von meinen Freunden werden sich erstaunen, dass ich überhaupt Deutsch rede. Ich bedanke mich sehr, dass du dir das hier auch auf dich genommen hast. Ja. Und in Deutsch wir das Interview führen durften, also mit dem kleinen Schweizer, französischen, spanischen Akzent. Aber so sind wir hier auf Ibiza. Wir sind ein bunter Mix an Menschen, die mit ganz vielen unterschiedlichen Sprachen und kulturellen Hintergründen hier zusammenfinden. Hm. Wir sprechen alle eine Sprache. Und das ist die Sprache der Liebe letztendlich auch. Okay? Super. Gut, in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Hasta luego.